kommt ein kleiner Mini-Haul und ja, ich werde auch noch über mein Zungenpiercing sprechen, die erste Zeit danach und was man alles beachten kann. Und ja, bevor ich wie immer so lange drumherum rede, werde ich direkt mal anfangen. Und zwar geht es um die Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit geshoppt habe. Und ja, da wollte ich euch ein bisschen was vorstellen. Und es geht um zwei Produkte, die ich euch schon vorgestellt habe, die ich getestet habe jetzt über eine Zeit. Und mein Fenster steht auf, weil es ist so ein schöner Frühlingstag, aber ich rede schon wieder zu viel. Auf jeden Fall genau, diese zwei Produkte, die habe ich getestet und ich möchte euch mein Resultat erzählen. Genau, da fangen wir nämlich direkt mal an. Ich hatte euch beim letzten Haul-Video dieses schöne Ding hier vorgestellt. Das ist die verschönernde Augenpflege, die man sich einfach mal hier so drunter klatschen kann morgens. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wirkt. Also das nimmt dunkle Augenstellen viel, viel besser weg als dieser Hydro Roll-On. Dieser Hydro Roll-On, der war auch nicht schlecht. Der hat das alles ein bisschen, ich sag mal so, aufgepolstert und ein bisschen, ja, gestrafft, will ich schon fast sagen. Aber diese Baby More Pflege, die ist halt wirklich reichhaltig. Also wenn man ein bisschen trockene Haut hat oder so, denke ich mal, dass das wirklich ja, eine gute Idee ist. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es kaschiert auch Augenringe und man hat wirklich so einen kleinen frischen Kick. Ja, also ich werde jetzt zu diesem schönen Teil hier wechseln und werde mir nicht mehr diesen Roll-On holen, sondern nur noch das hier. Es hat mich echt überzeugt. Achtet nicht auf meine Fingernägel, weil die sind am Abbrechen. Und ja, da bin ich auch gerade am Probieren, was da hilft. Ja, dann hatte ich euch diese Pflege vorgestellt von BB Young. Das war die Feuchtigkeitscreme. Und ich muss sagen, ja, ich glaube, ich werde jetzt eher zu diesen Baby More Produkten wechseln, weil ich schon gemerkt habe, ich bin jetzt 25 und vielleicht braucht meine Haut jetzt eine andere Pflege. Es hört sich an, als wäre ich steinalt, oder? Aber ich finde diese Baby Young Care, das ist nicht mehr so meins. Das ist vielleicht für Mädels von, ja, 12, 10, keine Ahnung, bis 18 vielleicht noch gut, aber vielleicht auch noch bis 20. Aber ich denke mal ab 25, wie bei mir. Also ich kann nur für mich sprechen. Ja, ich finde nicht, dass sie so reichhaltig ist wie die Baby More Creme. Da gibt es ja eine ganze Linie. Da hatte ich ja auch mal die Pflegewaschcreme und die einfache Gesichtscreme. Und ja, ich glaube, das werde ich mir auch wieder kaufen, weil das ist schon sehr dünnflüssig, finde ich. Und ja, das zieht zwar schnell ein, aber ich finde nicht, dass meine Haut da so viel Nutzen von hat. Und deswegen, ich werde das noch aufbrauchen, aber ich werde es mir nicht mehr kaufen. Gut, dann zu den neuen Sachen, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich mir gedacht, oh, wenn man sich die Fingernägel lackiert, das dauert immer so ewig lange, bis die durchgetrocknet sind. Und jetzt habe ich was gefunden, das ist von Essence. Das ist dieses Express Dry Spray, Schnelltrockner Spray einfach. Also du sprühst es auf die Nägel und dann auf die frisch lackierten und dann trocknen die schneller. Das stimmt auch, aber ich finde, das brennt ein bisschen. Keine Ahnung. Und das kriegt ihr im Müller für, ich glaube, ein paar 2 Euro oder sowas. Ja, nicht schlecht, aber ja, ich finde, es trocknet schon sehr schnell oberflächlich, aber man muss trotzdem noch aufpassen, weil wenn man irgendwie blöd rankommt, dann kann es sein, dass er dann trotzdem irgendwie noch abgeht oder so. Und ja, deswegen schwört nicht zu doll darauf.
Gut, dann habe ich mir neue Lacke gekauft von Essence, Color and Go, kennt ihr bestimmt alle. Und zwar ist das die Farbe. Ja. Steht jetzt hier nicht drauf. Ja, einfach grün halt. Grün, schön, frühlingsmäßig. Ja. Mal gucken, was ich damit noch anstelle. Vielleicht habt ihr ja in Instagram mal reingeguckt, da habe ich ein paar Nagelfotos schon gepostet von meinen frisch lackierten Nägeln. Und da habe ich mich mal so ein bisschen ausprobiert. Ich bin nicht perfekt, aber vielleicht, ihr könnt ja noch mal gucken und dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet. Und dann habe ich mir hier noch einen von Essie geholt. Da steht sogar der Preis drauf. Oder? Nein, steht da nicht. Auf jeden Fall ist das die 302. Und ja, der hat so schön geglitzert. Deswegen habe ich mir den gekauft. Der ist doch voll schön. Also ich finde ihn schön. Nicht für die ganzen Nägel, aber so einmal. Warum nicht? Machen wir weiter mit einem schönen Gelb, auch von Essence Color and Go. Auch schön frühlingsmäßig. Und dann habe ich hier noch ein paar Lacke. So. Dann habe ich wieder Essence Color and Go. Einmal in Blau. Ja, auch sehr schön. Dann von Rival the Loop. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Special Effect Satin. Auch eine sehr schöne Farbe, finde ich. Dann. Oh, den musste ich haben. Der hat auch so toll geschimmert von Catrice Cosmetics Million Styles Effect Top Coat. Unbegrenzte Styling-Möglichkeiten mit nur einem Effekt. Das ist ein Überlack. Also den könnt ihr über die anderen Nägel, über die anderen Lacke drüber machen. Und der sieht so aus. Ja, genau, wo ich das gerade sehe. Ich habe mir auch neue Ohrringe gekauft. Fragt mich aber nicht mehr, wo das war. Es war in irgendeinem Krimskramschladen. Ich hoffe, man sieht das. Ja, die haben nur 2 Euro gekostet. Ich finde die voll schön. Könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die findet. Und ja, ich habe es angesprochen, meine Nägel sehen grauenhaft aus zum Fürchten, weil die mir alle abbrechen. Und entweder habe ich irgendeinen Mangel oder Kalzium. Ich habe Laktoseintoleranz, müsst ihr wissen. Ich vertrage gar keine Milchprodukte. Und vielleicht hat mein Körper deswegen einen Kalziummangel. Kann ja sein, dass wir mir deswegen die Nägel abbrechen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen Nagelhärtner Nagellack gekauft von P2 Diamond Strange. Strange? Ja, ohne. Also einfach ein Glanzfinish, natürliche Härtung. Und ich finde schon, dass der die Nägel härter macht, weil ich habe den jetzt, ich zeige jetzt hier mal den Daumen, ich habe den jetzt hier auf dem Daumen drauf. Und der schimmert auch recht schön, finde ich. Ja, und so sieht der aus. Ist einfach. Ui, meine Kamera. Ja, gut. So viel zu den Lacken. Ich glaube, da sind wir. Nee, ich habe noch andere Sachen für die Nägel. Und zwar habe ich hier Schablonen. Für, ja, für die Nagelspitzen und ja, weil ich das nicht so wirklich kann, die Nagelspitzen dann weiß machen oder so, da habe ich dann lieber die Schablonen. Und ich mache die ja nicht nur weiß, ich benutze da immer mal andere Farben, sieht ganz witzig aus und die kriegt man auch einfach im Müller für 1 Euro oder so. Dann habe ich mir hier ein French Pen geholt. Ich habe das auch noch als Nagellack sozusagen an sich, also in der Flasche, zweimal. Und jetzt wollte ich mir halt mal den Stift holen. Das ist dieser hier. Ja. Und der sieht einfach, der hat hier diese weiße Spitze und dann schüttelt man ein bisschen
Und ja, den finde ich ganz cool. Dann habe ich, um kleine Unschönheiten auszugleichen, einen Nagellack-Korrekturstift. Der ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also besser wie jetzt mit einem Wattestäbchen und dann in den Nagellackentferner rein. Und das ist immer so eine Sache. Deswegen habe ich mir den geholt, obwohl der jetzt schon ziemlich beansprucht ist, muss ich sagen. Der hat eigentlich eine weiße Spitze und ja, der macht wirklich so kleine Unschönheiten dann halt weg. Ist auch nicht schlecht, habe ich auch aus dem Müller. Dann habe ich hier ein Styling-Stift, auch für die Nägel. Ja, ich probiere jetzt halt gerade so aus, was mir so gefällt. Ja, da hinten ist auch eine Anleitung, was man zum Beispiel machen kann. Nehme ich an. Ja, kriegt man auch im Müller. Entschuldigung. Oh, mein Hals. Dann habe ich hier so schöne Sticker für die Nägel. Ja, die sind auch ganz hübsch. Und hier. Und dann habe ich noch ein paar Sticker. Die sehen ganz schick aus. Wenn man da immer mal so ein oder zwei Nägel beklebt, ist das ganz cool. Dann habe ich mir hier so eine Nagelfeile geholt. Also waren zwei Stück drin. Sind eigentlich die gleichen, nur die eine ist größer und die andere nicht. Ist etwas kleiner. Ja, da kann man sich gut dran orientieren, wenn man sich die Fingernägel macht. Ja. Hier habe ich einmal einen großen, einmal einen kleinen. Ja, und die gibt es auch beim Müller. Ich weiß nicht mehr ganz die Preise, deswegen, weil ich nichts Falsches sagen will. Aber ich glaube, die kostet um die 3 Euro oder so. Ja. Dann habe ich mir gekauft, ich weiß nicht, ob ich euch das letztes Mal schon vorgestellt habe. Wenn nicht, mache ich es jetzt nochmal, weil ich davon sowas von begeistert bin. Das ist der Baked Highlighter von LR. Und oh, der sieht so toll aus. Den habe ich schon ein paar Mal jetzt benutzt und ich bin absolut begeistert, weil der hat so einen Schimmereffekt und oh, ich liebe das. Das ist echt cool. Guckt euch das an. Ah, ist cool, oder? Finde ich ganz schön. Dann habe ich mir, ja, das ist natürlich sehr gewagt, dieser Lidschatten. Und den benutze ich auch nicht immer, außer ich gehe wirklich mal weg, was nicht oft vorkommt. Das ist von Essence Metal Glam. Also das ist wirklich ziemlich, der hat es in sich. Aber ich fand, der hat so toll geglitzert und ich bin so eine Glitzerfee. Aber was ich festgestellt habe, der glitzert nur am Anfang. Wenn man den dann benutzt hat und den dann zum zweiten Mal benutzt, dann glitzert er nicht mehr so. Weil das sieht man hier, ich habe da schon eine Stelle weg und da glitzert er nicht mehr. Und hier unten glitzert wieder. Glitzert nicht, glitzert. Hm. Auch eine kleine Verarsche. Dann habe ich mir einen neuen Lippenstift gekauft, weil ich fand die Farbe schön. Eigentlich bin ich nicht so der Lippenstift. Träger, die Lippenstiftträgerin, da ich benutze lieber Lipgloss, aber das ist auch Geschmackssache. Aber ich fand die Farbe so toll. Und zwar ist das von Essence Rococo C01 Apricot Matte Lip Color. Und der sieht, irgendwie wollte meine Kamera jetzt nicht so, wie ich wollte. Ja, genau, wie ich war stehen geblieben bei dem Lippenstift. Und ja, das war genau einmal so und einmal hat es diese Farbe. Da steht auch Catrice drauf. Finde ich ganz cool. Gefällt mir sehr die Farbe. Dann habe ich noch was vergessen für die Nägel. Das finde ich auch ganz cool, wenn man
die Nagelspitzennummer machen will, habe ich auch mal ein Bild gepostet in Instagram. Da könnt ihr mal gucken. Und ja, das macht man dann so auf. Und dann ist hier diese Spitze, die muss man dann halt so rausziehen aus diesem Teil. Und dann kommt da vorne schon die Suppe raus. Und jetzt muss ich sehen, dass ich die ganze, dass man das halt wieder reinkriegt und das ist ein bisschen gefriemelt. Deswegen mache ich das jetzt mal ganz schnell. Ich hätte es gar nicht raustun sollen. So. Gut. Dann hat Essence neue Parfums draußen. Und das waren 5 Stück an der Zahl und eins kostet 4,99 €, also knapp um die 25 € alle zusammen. Deswegen musste ich mir alle holen, weil die riechen echt alle ganz toll. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich habe auch noch nicht alle benutzt. So. Und dann gleich zeige ich euch auch noch mein Lieblingsparfum von allen. Ups, Fall runter. Genau. Und das hier. Und wenn ihr die kauft, bei jedem Parfüm ist ein gratis Notizblock hinten dran. Vielleicht interessiert euch das. Und das ist mein Lieblingsparfüm. Das finde ich voll lecker. Das riecht echt frisch und fruchtig und nicht zu süß. Ja, das war's erstmal mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir gehen direkt über zu meinem Zungenpiercing. Ich habe mir ja ein neues Zungenpiercing stechen lassen, nachdem ich das alte irgendwann mal weggeworfen habe. Da war ich aber schwanger und ja, man muss mich nicht verstehen. Und ja, ich war heute beim Piercer und habe mir einen kürzeren Stab geben lassen und jetzt fällt das Sprechen wesentlich leichter und es tut auch nichts weh und ich hatte auch echt gar keine Probleme, vielleicht weil es mein zweites Piercing, das zweite Mal war, dass ich ein Zungenpiercing bekommen habe und ja, ich konnte eigentlich direkt danach alles machen und es war ein ganz, ganz kleiner Druckschmerz, aber ansonsten hatte ich überhaupt gar keine Probleme damit. Und jetzt gebe ich euch ein paar Tipps, worauf ihr achten müsst. Und zwar, wenn ihr euch entscheidet, ein Zungenpiercing machen zu lassen, dann sucht euch wirklich einen sehr guten Piercer. Den könnt ihr einfach daran erkennen, dass er euch alle Fragen beantwortet. Und ihr müsst eurem Piercer wirklich vertrauen, weil ohne Vertrauen geht gar nichts. Das ist so, so wichtig. Und ja, mein Piercer war da ja echt ganz toll. Der hat das ja alles durchgeleuchtet und das macht er grundsätzlich immer. Und ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wo ich war das Seroma Sunshine in Rosbach. Das kennt wahrscheinlich nicht jeder, das ist in Hessen. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schreibt mich einfach an oder gebt mal hier in YouTube ein Seroma Sunshine und da findet ihr 3 kleine Videos, glaube ich. Ja, da könnt ihr gerne mal reingucken. Und ja, so viel dazu. Eine kleine Werbung für das Seroma Sunshine Team, was ich an dieser Stelle auch ganz lieb grüße. Jo, genau. Zu den Sachen, die ihr beachten müsst. Und zwar, ihr bekommt einen Zungenpiercing. Am Anfang habt ihr einen recht langen Stab in der Zunge. Das ist normal, weil die Zunge in der Regel erstmal anschwillt, weil der Zunge ist ein Weichkörper, ein Muskel, wenn man so will. Und ja, das ist ja auch erstmal ein Fremdkörper, den ihr da in der Zunge habt und dieser Fremdkörper versucht, die Zunge eben loszuwerden. Jo, deswegen kann die halt auch ein bisschen anschwellen und anschwellen, an nicht anschwillen, anschwellen. Und ja, da empfiehlt es sich, Eiswürfel zu lutschen. Allerdings nicht so viele, weil ich schon mal gehört habe, dass diverse Leute auch leichte Erfrierungen an der Zunge bekommen haben. Und wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann kocht ihr euch einfach Kamillentee und den friert ihr dann ein in diesen,
ja, Eiswürfelbehältern. Und ja, dann könnt ihr Kamillentee-Eiswürfel lutschen, 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 lutschen. Ja, 3 bis 5 Tage lang dürft ihr keine Milchprodukte essen. Nein, das ist ganz dolle verboten. Ihr könnt es machen, aber es wäre nicht so gut, weil ihr könnt dadurch einen Zungenpilz bekommen. Ganz einfach darum, weil die Milchsäurebakterien sich auf eurer Zunge richtig schön ansiedeln können, weil sie ja nicht so aktiv ist wie sonst. Also ihr müsst euch das vorstellen, diese Abwehrkräfte, diese natürlichen Abwehrkräfte, die ihr eigentlich habt, ja, die sind in dem Moment halt nicht da und die Zunge ist nicht, ja, wie soll ich das sagen, nicht so gestärkt, um diese Milchsäurebakterien irgendwie abwehren zu können. Ich kann das nicht richtig wiedergeben, aber so in etwa habe ich es eben gehört. Und deswegen kann sich da ein ganz ekliger Pilz auf der Zunge absetzen und ja, der ist nicht schön, der riecht nicht schön und bitte keine Milchprodukte. Und nichts Scharfes essen und nichts Saures essen, weil die Schärfe, das ist einfach nur unangenehm, wenn ihr da einen frischen Zungenpiercing habt. Das tut einfach nur weh und das ist blöd. Die Säure, genau dasselbe, muss nicht sein. Dann kommt ihr vielleicht in Versuchung, mit dem Zungenpiercing ein bisschen rumzuspielen. Und das würde ich erstens überhaupt nicht machen, egal ob er frisch ist oder nicht, weil es macht eure Zähne kaputt. Und ich muss sagen, ich hatte damals ein Zungenpiercing, ich habe jetzt ein Zungenpiercing und ich finde es immer noch grauenhaft, wenn ich Leute sehe, die ganze Zeit damit rumspielen, weil es sieht einfach nur bescheuert aus. Aber das muss jeder für sich selber wissen, das ist nur meine Meinung. Dann solltet ihr regelmäßig die Zunge reinigen, weil die erste Zeit könnt ihr einen leichten Belag auf die Zunge bekommen, weil ja, ihr könnt ja nicht so agieren, wie ihr sonst immer agiert. Und ja, deswegen ja, kommt da halt auch ein leichter Belag auf die Zunge. Und ja, das kommt halt auch wegen diesem, so eine Art Wundwasser, was aus dem Stichkanal rauskommt. Ist aber gar nicht schlimm, das ist ganz normal. Und deswegen kann sich dann halt so ein bisschen Belag bilden. Den könnt ihr mit einem Zungenreiniger oder aber auch mit einer weichen Zahnbürste ganz einfach entfernen. Da müsst ihr halt mal gucken, was für euch angenehmer ist. Ja, dann Mundwasser ohne Alkohol empfiehlt sich sowieso immer, auch allein schon für die Zahnpflege, und da ich das sowieso immer benutze, kann ich euch das Mundwasser von Meridol empfehlen. Meridol ohne Alkohol, und das ist wirklich ganz super, und das bitte 3-mal am Tag. Ja, oder so oft es euch halt gefällt. Wenn ihr das Bedürfnis habt, einfach mal auszuspülen, dann macht das. Ansonsten tut's aber auch zwischen diesen allgemeinen 3-mal am Tag Spülung mit Mundwasser, tut es auch ganz normales Leitungswasser, wenn ihr dann einfach mal kurz das Bedürfnis habt, auszuspülen. Oder wenn es kann natürlich auch nachbluten etwas, dann einfach mit kaltem Wasser ausspülen. Das gerinnt dann direkt und dann ist gut. Ihr solltet die ersten 3 Tage nicht rauchen, falls ihr Raucher seid. Ja, das ist schwer, ich weiß. Aber ihr werdet es überstehen, und Rauchen ist sowieso ungesund. Was könntet ihr denn noch beachten? Genau, fremde Körperflüssigkeiten. Ich möchte gar nicht wissen, was alles. Auf jeden Fall, das sollte aus eurem Mund auch erstmal draußen bleiben. Ja, ansonsten ist das eigentlich alles ganz easy und ihr könnt alles machen, was ihr wollt, bis auf diese Sachen, die ich eben genannt habe. Die bitte beachten. Ja, und nach 2 Wochen könnt ihr auch schon zum Piercer gehen und könnt euch eine neue Kugel und einen neuen Stab vielleicht auch holen. Also neuen Stab auf jeden Fall, aber neue Kugel. Da könnt ihr ja dann mal gucken, was passieren kann in der ersten Zeit. Wenn ihr den langen Stab drin habt, könnte sich eine kleine Beule auf der Zunge bilden, sage ich jetzt mal so. Das kommt aber dadurch, weil ihr eben den langen Stab im Mund habt und der ein bisschen drücken kann.
Und ja, jetzt muss ich lachen, weil meine Freundin hinter der Kamera steht, aber ich lasse mich davon jetzt nicht beirren. Und zwar, wo war ich stehen geblieben? Genau, der Hubbel, der sich bilden kann auf der Zunge, ist eben wegen dem langen Stab, aber der regeneriert sich wieder. Der geht dann wieder weg, wenn ihr den kürzeren Stab drin habt. Und bevor das Video jetzt hier ausartet und ich überhaupt nicht mehr weiß, worüber ich erzählen kann, beende ich es an dieser Stelle und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, könnt ihr mich gerne darauf aufmerksam machen und ihr könnt mir Videovorschläge schicken. Und zwar könnt ihr das tun, indem ihr da unten in die Kommentarbox reinschreibt und ihr könnt mich auch noch abonnieren. Das ist kostenlos übrigens. Ja, hier in YouTube ist das kostenlos. Und ihr könnt mir auch noch folgen, ja, auf Facebook, Instagram und jetzt ganz neu und aktuell auf Twitter. Ich freue mich auf euch und warte auf eure Antworten, auf eure Vorschläge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.